Das sind Dennis und Benny. Dennis und Benny sind nur ein klitzekleines bisschen größer als Ralf Möllers Daumen und haben sich heute tolle Gäste eingeladen. Da wäre zum einen die CM. Und das bin ich, der Armin. Heute schauen wir gemeinsam mit euch auf die größten Highlights aus 50 Jahren, die Sendung mit der Maus, zurück. Kramt den alkoholfreien Eierlikör aus Mamas Sockenschublade, das wird klasse. Esos son Dennis y Benny. Dennis y Benny son un poquito más altos que los pulgares de Ralf Möller. Y hoy han invitado a grandes invitados. Por un lado está Siham. Y ese soy yo, Armin. Hoy, junto con usted, repasamos los momentos más destacados de los 50 años de Sendung mit der Maus. Revuelvo el ponche de huevo sin alcohol del cajón de los salsetines de mamá. Será genial. Das war Spanis. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Dennis, wie geht's dir? Mir geht's super, wir haben heute tolle Gäste. Wir haben direkt ein Gewinnspiel anzukündigen, liebe Freunde. Es lohnt sich also, wenn ihr ganz fleißig kommentiert. Ihr könnt nämlich zwei Mäuse gewinnen. Mit einem Elefanten. Mit einem Elefanten. Und ganz viele Minimäuse und natürlich den ganz, ganz, ganz großen Elefanten. Und das geht ganz einfach. Ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben, welche Mauserinnerung ist euch bis heute in Erinnerung geblieben? Welche Folge, an was könnt ihr euch erinnern? Und die emotionalsten, schönsten Kommentare zeichnen wir aus mit einer Maus oder einem Elefanten oder beidem. Armin, hast du auch welche zu Hause von den Mäusen, von den Elefanten? Ich habe eine Pappmaus und eine Glasmaus. Und das alles. Da kannst du ja auch gleich was mitnehmen, wenn du dir schöne Erinnerungen parat hast. Ja, ich räume euch die Bude leer. Wie das Finanzamt. Welche Erinnerung hast du denn mit der Maus? Seitdem ich auf der Welt bin, schaue ich die Maus. Also ich erinnere mich immer daran, dass wir sonntags noch im Schlafanzug irgendwie mit meinen zwei Geschwistern vor dem Fernseher und dann mit meinen Eltern zusammen die Maus geguckt und dann irgendwie schön das Schokobrötchen im Mund. Aber wie cool, dass du jetzt quasi zum Maus-Team gehörst, oder? Voll. Das kann man gar nicht realisieren, glaube ich. Bester Job der Welt. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt schon mal das erste Highlight an. Als ich neulich morgens beim Frühstück saß und mir eine Scheibe Käse genommen habe, habe ich mich sicher zum 100. Mal gefragt, wie kommen eigentlich die Löcher in den Käse? Gibt's da vielleicht sowas wie beim Weihnachtsplätzchenbacken eine Form, in die die Käsemasse reingefüllt wird? Oder gibt's irgendeinen Mann in irgendeiner Werkstatt, der mit einer Riesenbohrmaschine die Löcher da reinbohrt? Armin, wie ist das, dich so zu sehen nochmal? Ja, das ist Historie, das ist Vergangenheit. Ne? Also das war eine ganz normale Frage, die ankam. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, irgendwie muss da ein bisschen was Lustiges rein. Und haben uns überlegt, wie könnte es denn auf möglichst idiotische Weise gehen? Und haben uns das dann einfallen lassen. Da gab es auch noch ein Roboterballett, die das also dann so weitergemacht haben. Einer davon war mein Sohn übrigens, von diesen drei Robotern. Und dann haben wir natürlich die Geschichte wirklich erzählt, wie es dann nun wirklich geht. Ach so, ich dachte, das wird wirklich so gemacht. Das sind Bakterien, also, glaube ich. Wenn du das glaubst, kannst du da bei deinem Glauben gerne bleiben. La, 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 la. Man muss da nichts lernen von, man darf, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Aber wie lief das denn damals ab? Kamen da wirklich Briefe rein und ihr habt dann gelesen, ach, die Frage ist ganz cool, die können wir nehmen, die beantworten wir? Naja, also wir haben niemals die Frage gestellt, ist das cool, sondern ist das eine lustige Frage? Wir haben uns damals überlegt, ja, also wie könnte es gehen und wie machen wir es? Ne? Und das ist ja natürlich schwierig, weil das eigentlich Spannende, was da in dem Käse passiert, passiert natürlich in so mikroskopisch kleinen Dimensionen, dass man es eigentlich nur unter dem Mikroskop sehen kann. Und dann, wir haben es dann also auch in einer Animation gezeigt, wie es geht. Heutzutage macht man das auf dem Computer, aber damals gab es das noch nicht. Ja. Kommen wir direkt zum nächsten Film. Ich glaube, das ist auch für uns ein persönlich großes Highlight gewesen. Ja, das ist noch eine von den alten Streichspots, der also wirklich noch gezeichnet ist, auch auf Folien, ne, so. Das sieht man auch deutlich, dass es also noch ein wirklich gezeichneter ist. Ich habe mich immer gefragt, warum denn die Maus größer ist als der Elefant.
Hey, da hat Benny tatsächlich mal eine gute Frage gestellt. Klingt komisch, ist aber so. Warum nicht? Also die Maus ist eine Trickfilmfigur und sie lebt in ihrer ganz eigenen Welt und da gelten halt andere Regeln. Und vielleicht ist die Maus ja so groß wie ein Elefant oder vielleicht ist der Elefant so klein wie eine Maus? Weiß naja, ich nicht. Eine Maus ist normalerweise auch nicht orange. Und das stimmt, ein Elefant reicht keine Bänke. Also gibt es so einen alten Witz. Mäuschen und Elefant gehen über eine Brücke und die Maus sagt, wir beide machen einen Krach, wa? Also, das heißt, die Umdrehung der Verhältnisse. Und das findet eben in diesen Spots auch statt. Die Maus ist größer als der Elefant und da gibt es ja also die unterschiedlichsten Philosophien. Ist die Maus die Mutter und der Elefant das Kind oder ja, sowas? Ist die Maus ist natürlich alles ein Mädchen oder ein Junge? Ist sie Junge, weiblich oder alles männlich? Alles Blödsinn. Das ist eine Zeichentrickfigur, die ist weder männlich noch weiblich noch tatsächlich. Mhm. Und eben hat mit anatomischen Verhältnissen nichts zu tun. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Du fängst morgens an und dann, was machst du den ganzen Tag? Dann ruf ich erst mal Armin an und frag, was geht. Schon wach? Naja, wir arbeiten ja als Maus-Reporter immer an einzelnen Sachgeschichten. Mhm. Das heißt, wir setzen uns mit der Redaktion zusammen, bringen unsere Ideen ein. Wir kriegen auch tatsächlich super viele Briefe und E-Mails von Zuschauerinnen und Zuschauern, die Fragen haben. Und wenn man dann so ein Thema hat, dann, also Armin wird es bestätigen können, dann recherchiert man erstmal ohne Ende. Und das kann schnell gehen, innerhalb von ein, zwei Wochen hat man dann schon mal eine Grundlage. Oder ich glaube, du hast ja auch Recherchen, die haben Monate, Jahre gedauert. Ja. Ne? Ja. Und du musst erstmal tatsächlich das Thema deiner Sachgeschichte so gut verstehen, dass du auch wirklich ein Experte bist und dass da keine Fragen mehr übrig bleiben. Ja. Und das tut manchmal weh. Ne? Das tut ziemlich ja, oft weh und ist auch echt anstrengend. Aber wir holen uns ja auch Hilfe und wir sprechen ja mit Experten und mit vielen unterschiedlichen, weil es gibt ja auch viele Fragen, die wir beantwortet haben, wo der eine dir das sagt und der andere sagt dir das. Ja. Und dann musst du irgendwie die Wahrheit dazwischen finden. Also wenn ihr euch jetzt fragt, wo haben Dennis und Benny diese hässlichen Anzüge her? Puh, weiß ich auch nicht. Ich vermute mal Grabbeltisch. Bekommt ihr mittlerweile mehr E-Mails oder mehr Briefe? E-Mails wahrscheinlich, ich glaube, oder? E-Mails sind deutlich mehr, aber wir kriegen tatsächlich echt noch viele Briefe. Ja, ne? Und dann auch selbst gemalt und dann irgendwie immer noch. Aber guckt ihr die auch selber durch oder habt ihr extra ein Briefeteam, das dann in den Briefen wühlt? Und du sagst das jetzt, so ein Briefeteam, aber das gibt es tatsächlich. Also es gibt das Maus-Postbüro und da sitzen Kolleginnen und Kollegen und die gucken das durch. Und ich meine, bei 50 Jahren Maus muss man ja auch ehrlicherweise sagen, super viele Fragen wurden schon beantwortet. Ja. Ne? Also es sind total viele schöne Briefe dabei, wo man sagt, okay, haben wir aber schon gemacht. Hier, guck dir noch mal eine Sachgeschichte aus den 70ern an. Aber ja, ab und zu sind da immer noch Briefe, wo wir denken, klar, warum sind wir da nicht drauf gekommen? Ja. Ja. Würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Spot, oder? Ja. Commander Dennis, machen wir. Der nächste Automat, der füllt ganz fix die Weißpaste in die Tube ein. Verdammt nochmal, man sieht ja nichts. Moment, wir schauen von oben rein. Jetzt sieht man es deutlich. Gefüllt ist im Nu. Die nächste Maschine presst die Tube zu. Armin, da kriegst du erstmal einen Applaus. Aber es kommt ja noch was hinterher, was gar nicht so lange her ist, und zwar dein neuer Rap. Coronavirus heißt die Plage. Die dauert nun schon viele Tage. Ein Ende ist noch nicht in Sicht. Sogar auf den Spielplatz darfst du nicht. Wie kommt es denn zu deiner Liebe für Rap? Ehrlich gesagt, das ist durch einen Zufall entstanden. Also bei dem Zahnpasta-Rap, das war damals so, ich hatte das Material und das wäre also eine ganz normale Sachgeschichte geworden. Und da dachte ich, das ist irgendwie furchtbar langweilig, einfach nur das hintereinander. Kann man nicht irgendwas anderes damit machen? Und dann habe ich gedacht, naja, man könnte das ja einfach so in Form eines Sprechgesangs machen. Ich kann ja nicht singen, aber so ein bisschen da so rumrappen. Und dann haben wir das eben in dem Rhythmus des Rap, haben wir das geschnitten und dadurch wurde das dann eigentlich eine Geschichte, die eine völlig andere Form hatte. Und jetzt bei diesem Corona-Rap, das war ganz zu Anfang im vorigen Jahr, als es anfing, habe ich auch gesagt, naja, also da sich hinzustellen, sagen, ihr müsst jetzt dies und jenes tun, da geht doch keiner mit. Wasch dir öfter mal die Pfoten, denn Händewaschen kann jetzt nützen, um sich und andere zu schützen. Die Lach- und Rap-Geschichte. Die Lach- und Rap-Geschichte, ja. Ich finde, du hast einen guten Flow. Danke. Gab es denn mal Jahre, wo die Maus auf der Kippe stand? Gibt da keine Sendung, die so für mich so in Stein gemeißelt ist wie die Maus? Ja, also wir wundern uns auch jeden Tag. Das ist, wir kommen im Club. Ja, aber bis jetzt haben wir noch nichts gehört. Und also neulich waren der Intendant und der Programmdirektor auf so einer Pressekonferenz
Und das hörte sich nicht so an, als gäbe es da ein... Er hat gesagt, die Maus ist entfristet, hat Tom Buro gesagt. Entfristet. Das heißt, sie wird nicht gefeuert. Auf Lebzeit. Da haben wir sowieso was noch nicht gehört. Wir hätten nur sie befristet. Kommen wir direkt zum nächsten Clip. Ich erzähle euch die Geschichte von einer, die ihr kennt. Sie lebt in der Glotze auf weißem Pergament. Sie ist orange und größer als ein kleiner Elefant. Und schon das ganz allein macht die Sache interessant. Habt ihr sie erkannt? Wisst ihr, wen ich meine? Lang ist die Nase und kurz sind die Beine. Sie ist ein Star, sie hat den Bogen raus, meine Damen und Herren. Hier kommt die Maus. Wie kam das denn damals so zustande, dass der Stefan bei euch gefragt hat, können wir eine Maus... Er hat dich als erstes gefragt. Er hat mich als erstes gefragt, und zwar ungefähr 2 Jahre davor. Und hatte da sozusagen den Song schon fertig, aber mit einem englischen Text. Und dann habe ich gesagt, Stefan, das kannst du in der Maus vergessen. Wenn in der Maus, dann muss da irgendwie ein deutscher Text her. Und dann habe ich nichts von ihm gehört. Und irgendwann stand er dann auf der Matte und hatte also diesen Rap da. Und der war ja dann auch wirklich super. Und der war ja dann, ich weiß nicht, mehrere Wochen dann auch ganz oben in den Charts, ganz oben. Und das war einfach eine neue Möglichkeit, einfach mal auch die Mausmelodie noch mal anders zu interpretieren. Ich glaube, dieses Jahr gibt es wieder was Ähnliches zum 50. Mausgeburtstag. Nein, wir dürfen nichts verraten. Meine Damen und Herren, nach Gleis 1 fährt eine Mausgeburtstagsexpress. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Wir haben auch gerade Christoph gesehen. Wie kamen Christoph und du zusammen? Wie war eure Geschichte? Christoph war vorher auf der Filmhochschule in München irgendwie. Und der Gerd Mütte-Fering, damals der Redakteur, der war da und hat also den Studenten da irgendwie die ersten Mäusefilme und Sachgeschichten vorgeführt. Und die haben dann gesagt, oh, ist alles scheiße. Und Münter hat dann gesagt, wenn er das alles scheiße findet, dann macht es doch besser. Und dann hat er 2 von diesen Burschen hat er mit nach Köln genommen. Einer war der Christoph. Und der hat dann, ich weiß nicht, über 10 Jahre hat er bei mir gearbeitet, bevor er sich dann selbstständig gemacht hat. Ne? So sind wir zusammengekommen. Seid ihr befreundet? Ja, also bekannt würde ich sagen. Also eher als befreundet. Also wir sehen uns also außerhalb dessen, wenn wir zusammen drehen, eigentlich kaum. Ne? Also er hat seine eigene Firma, ich habe meine eigene. Ihr seid quasi Konkurrenten auch hinter der Maus. Ja. Eiskaltes Business. Also wir sind keine wirklichen Konkurrenten. Also wir arbeiten für die gleiche Firma und die Firma heißt Maus. Wie hast du denn den Job? Also wie hast du angefangen? Wie waren deine Anfänge? Also kurz zusammengefasst habe ich nach dem Abi erstmal nicht gewusst, was ich studieren soll und habe dann so Praktika gemacht. Wusstet ihr, dass Showmaskottchen Hauke mal mit Helena Fürst verheiratet war? Gemacht bin irgendwann zum WDR gekommen, zum Radio und habe dann beim Kinderfernsehen angefangen. Ja, und irgendwann hieß es, ich glaube, ich habe da schon 6-7 Jahre gearbeitet. Du machst deinen Job gar nicht so schlecht. Hätte nicht mal Lust, beim Haustüröffnertag mitzumachen. Was war das für ein Gefühl, als du da diese Chance bekommen hast? War doch krass, oder? Ich glaube, ich habe wirklich, bevor die Frage ausgesprochen wurde, habe ich schon gesagt, ja. Ich erinnere mich auch noch gut an den ersten Tag. Da haben wir nämlich dann für diesen Maustüröffnertag zusammengedreht mit allen Reportern. Und dann habe ich Armin und Christoph gesehen und ich stand im Innenhof des WDR und dachte so, soll ich jetzt schon reingehen? Ich bin viel zu früh, kommt blöd. Und dann sind die so an mir vorbeigelaufen, waren noch total nett und so, hi, hallo, hallo. Ich dachte nur so, oh. Die Stimme und der grüne Pullover, das ist so, ja, das ist Wahnsinn. In letzter Sekunde zieht Groß die Notbremse. Aber das gibt Freistoß. Jogi Löw wirkt weiterhin angespannt. Neymar wird ausführen. Neuer dirigiert die deutsche Mauer, bis sie richtig steht. Das war ein richtiger Viral-Hit, kann man ja sagen. Es ging ja echt durch die Decke. Wie kam dir auf die Idee zu sagen, pass auf, wir nehmen jetzt mal so Sprichwörter und packen es in einen Film? Ich glaube, das war einfach, dass man wieder dachte, okay, Fußball-Weltmeisterschaft, was kann man dazu machen? Und ich meine, das große Talent der Maus ist es ja eben nicht wie Schule zu sein. Ne? Also wir wollen jetzt nicht irgendwie den Zuschauerinnen und Zuschauern reinprügeln, irgendwie Wissen und das müsst ihr noch lernen und das müsst ihr noch lernen. Sondern es soll ja auch immer Spaß machen. Ja, und das sind halt so Fußballfloskeln, die also sozusagen in jedem Spiel auftauchen. Absolut, und das jetzt mal 1:1 umzusetzen, wirklich in so Bilder, das ist schon irre. Seid ihr Fußballfans? Bedingt. Also ich meine, erste FC Köln, das wisst ihr ja, ist also so eine Achterbahnmannschaft und da muss man also schon gute Nerven haben. Pass auf, jetzt kommt Fortuna Düsseldorf. Jo.
Die Fortuna Müller. Ja. Wir sind die sechs von der Müllabfuhr. Müllabfuhr, Müllabfuhr. Wir fahren raus um 7 Uhr. 7 Uhr, Punkt 7 Uhr. Wir kümmern uns um jeden Dreck. Jeden Dreck, Dreck muss weg. Armin, wie warst du da involviert? Erzähl mal ganz kurz. Das war dein beste Idee. Dein Lebenswerk. Ja, nein, also das waren unsere Original-Müllmänner, die bei uns zu Hause, also da, wo wir die Firma hatten, den Müll weggemacht haben. Bin ich einfach zu denen hin und habe gesagt, Jungs, wir wollen was machen über Müllmänner. Habt ihr Lust mitzumachen? Ja, können wir ja nicht. Pass auf, ist ganz einfach. Wir fressen auch keine Leute. Und dann sind wir mit denen, mit unseren Müllmännern, in der Schicht und haben, während die da gearbeitet haben, haben wir das mit Playback und die haben das tatsächlich so, wie ihr es hört, gesungen. Und das war schon damals ein Riesending. Wir haben das auch mit Feuerwehrleuten gemacht und so. Und diese Lieder freuten sich und erfreuen sich offensichtlich bis heute. Immer noch, Ihr noch lachen könnt drüber, ja. Großer Beliebtheit. Waren die Müllmänner danach berühmt? Wurden die angesprochen? Ja, oder? Jetzt gibt's für euch da draußen was zu sehen. Und zwar haben wir, das Team von World at Wohnzimmer, diesen Clip, den ihr gerade gesehen habt, nachgestellt. Und den gibt's jetzt für euch da draußen zu sehen. Viel Spaß. Wir sind die sechs aus dem WWW. WWW, WWW. Wir sind nur Männer, das ist nicht okay. Nicht okay, das ist nicht okay. Wir kümmern uns um blöde Gags, Gags mit Sex. Ich mecker Benny an, weil der gar nix kann. Ich fang de Bilder ein, alle Bilder. Ich nehm dat Gelaber auf. Laber auf, ich nehme alles auf. Ich mach die Fotos hier, Fotos hier, Blende 4. Ich spiel die Musik ab, Musik ab, Schubiduwap. Ich bereite mich nicht vor und auch jetzt hab ich den Text nicht gelernt. Im Rahmen des Geburtstags der Maus gibt es natürlich auch TV-Termine, wo man mit allen feiern kann. Ja. Samstag um 20.15 Uhr gibt es im Ersten Frag doch mal die Maus die große Geburtstagsshow mit Eckart von Hirschhausen. Allein deswegen gucke ich es natürlich. Und natürlich am Sonntag gibt es die Geburtstagssendung mit der Maus Hallo Zukunft. Und 9 zwar Uhr morgens. Um 9 Uhr morgens, da bin ich natürlich auch schon wach. 100%. Oder noch wach. Oder noch wach, genau. Es war uns wirklich ein Blumenpflücken, euch beide hier zu haben. Ganz großen Applaus. Kindheitstraum von uns beiden ist in Erfüllung gegangen. Denkt dran, liebe Freunde, teilt mit uns eure Erinnerung an die Maus. Und gewinnt. Ja, die Kugeln, den Elefanten. Den auch? Auch den ganz großen? Nee, natürlich auch den ganz großen. Na klar. Bleibt uns auch viele Jahre erhalten. Ja. Wir gucken jedes Mal rein und bleiben euch treu. Dankeschön. Wir versuchen es. Und damit willkommen in der Endcard. Wenn ihr oben drauf klickt, geht's direkt zu Warum die Politik vor Online-Casinos einknickt von Die da oben. Und wenn ihr unten drauf klickt, könnt ihr sehen, wie Dennis und Benny ganz viel Spaß mit Wilke und Udo haben. Daumen nach oben und Abo nicht vergessen. Und jetzt tschüss.